So, liebe Leute, nächster Tag. Herzlich willkommen zurück. Es ist wieder mal Zeit für die Barclays Premier League. Zuletzt konnten wir aus, wie viele Spiele waren es? 3 Spiele, 5 Punkte holen. Also einmal gewonnen, 2-mal unentschieden. Sogar an Arsenal haben wir unentschieden rausgeholt. Mit Krach und Krach wieder einmal gegen Everton auswärts. Hier spielen wir auswärts gegen Reading. Jetzt muss ein Sieg her, deswegen drücke ich auch ein bisschen auf die Tube. Ich will ins Spiel rein. Ich bin nämlich noch gerade heiß vom letzten Spiel. Das will ich jetzt irgendwie mitnehmen hier. Den Dampf, den wir da hatten zum Schluss. Ah, das war Pech, aber auch Glück für uns, wie es gelaufen ist. Wir hatten ja sogar einen Elfmeter, haben sie ja sogar verschossen. Guck mal hier. Er muss auch mal gleich in der ersten Minute das Ding drin sein. Dann habe ich erstmal meine Ruhe und führe. So, Agbonlahor. Oh, Benteke. Der ist geil. Der will Vollgas. So. So, gucken wir mal. Das ist gut. Einmal Drehung. Und einmal Schuss, aber die kriegst du ja nicht so leicht ausgespielt, die Hunde, ne? Ist ja das Problem. Super. Batman, in der Defensive. Das war Baker, ne? Oder? Oder wer war's denn? Das war gut hier. Benteke, kann der was? So, der kann ein bisschen was. Bleib mal so ein Abpraller, ja, bleib mal so ein Abpraller. Irgendwie verwandeln. Oh, hab ich hier Chancen? Oh. Vorsicht. Zurück. Komm, mach hier zu jetzt das Loch. Ja, jo, haben sie eine Chance. Na los. Oh, kommt die Flanke? Abgewehrt, okay. Heidewitzka, ich gehe mal gleich ein bisschen offensiver vor, wenn es denn losgeht, wieder, wenn ich einstellen kann. Wow. Ja, wird nochmal richtig gefährlich hier, die Geschichte. Oh. Gott sei Dank. Heidewitzka. Jetzt aber, oder? Jetzt ist er weg, ja. Aber nicht ganz. Oh, super, da hat er ihn. Habe ich einen vorne stehen? Ich habe nicht aufgepasst. Doch, da läuft er, ja. Aber, oh Gott, jetzt ist viel zu weit vorne. War der Schuss nicht weit genug vom Keeper? Ach, wie er da hinfällt. Wie sie nicht da gegenseitig umlaufen, weil er so... Oh, was war das denn? Was war das denn für eine Defense? Guck mal hier, der Vlad, der spinnt ja total. Da kann er froh sein, ne, dass er ihn nicht erwischt hat. Hätte man wieder einen Elfmeter gekriegt. Oh, ich komme nicht weg. Komm nicht vorbei. Nee. Oh. Super. Jetzt mal ein bisschen konzentrierter. Das habe ich gegen die starken Mannschaften auch besser gemacht. Traoré. Wow. Guter Pass. Ah, Mensch. Oh, das ist so ein Mäusemelken. Jetzt hat er ihn. So, aber jetzt ist da keiner mehr zum Anspielen, seht ihr? Was machst du denn jetzt? Guck mal, alles zu. Aber wie, ne? Wie aus dem... Das war gut. Oh. Naja, den kann ich ja wohl verteidigen, oder? Wird ja ein bisschen offensiver. Hohlmann, der ist schon jetzt müde, ey. Das gibt's doch gar nicht. Gut. Mein Ball. Ah, wie der mich hier... Komm nicht vorbei. Guck mal. Keine Chance. So, jetzt mal in die Mitte. Und einmal schießen. Oh, es gibt Foul, ja. Ich bin schuld, klar. Ich war ja ballführende Spieler. So. Und jetzt zu weit nach vorne gespielt, oder? Ach. Gottes Willen. So, jetzt geht er an den Flügel, oder? Oh, fast abgelaufen. Super. Nimm ich gern. Mir fehlen so ein bisschen die Bombenspieler, ne? Hier mit Aston Villa. So, was ist das hier?
Guck dir das mal an! Wie. Ich weiß gar nicht, wie ich da dagegen ankommen soll. Ich weiß es echt nicht. Ist das übel, streckenweise. Kommt man immer zu flanken. Ja, lauf doch mal jetzt an den Lauf. Jetzt. Oh, wenigstens mal Ecke. Wenigstens mal eine Ecke. Boah, ist das wieder schwer. Auch wenn es bloß Redding ist. Oh. Wer verdient, ne? Oder auch nicht. Wer weiß schon so genau. Ich springe wie Naldum in der Pause. Das geht ja nicht, ey. Ohne den geht ja gar nichts hier. Was für ein. Wird noch rumgedribbelt da. Jetzt Traoré wieder, oder? Ja? Warum krieg ich der? Sind denn wieder gleich drei Mann in diesem Huring? Ein Scheiß, ich sag's euch. Meine Güte. Halbzeit. Ich hab echt keine Ahnung, Mann. Da sind so schnell immer wieder zwei, drei Mann in der Defensive. Übel. So, ich geh mal gleich rein. Ab in die zweite. Wen haben wir denn? Wer ist denn müde? Ah, hier sind alle wieder müde. Hol, Mann. Der kann irgendwie gar nichts. So, Weimann. Ja, lass ich mal auch nochmal draußen. Bent und Bennett. Bennett bringe ich mal wieder. Der hat mir auch gut gefallen zuletzt. Für Baker. Nee, für hier, für den so. So, los. Ich will nicht lange rumwatscheln jetzt hier. Gib Gas. Gib Gas. Gibt's da nicht. So. Arschlöcher, ehrlich, ey. Das regt mich so auf. Aber du hast mit diesem Wutspiel bringt sowieso nichts. Sei denn, du hast einfach so ein Mega-Skill, dass du dann irgendwelchen Trick raushaust. Oder Cheat oder weiß der Geier was. Bin ja froh, dass ich nicht mehr zu verliere. Das ist ja schon mal was. Jetzt hier, guck mal, jetzt ist der schon wieder am Arsch. Und mit dem soll ich jetzt sprinten hier über den ganzen Flügel oder was? Der kackt doch gleich ab. Und jetzt bringt er mal die Flanke rein. Oh! Habt ihr das gesehen? Der kann ja sogar noch rangekommen. Gottes Willen. Super gemacht von Jorginho. Jetzt, das ist kein Abseits. Jetzt ist es kein Abseits, Agbonlahor. Oh, endlich. Oh Gott, habe ich jetzt darauf gewartet. Meine Güte, das war gut. Hier mit dem Kopf weitergeleitet auch noch. Oh mein Gott. Oh, Gottes Willen, endlich ist es da. Das ersehnte Tor. Ich muss aber aufpassen, nicht zu weit offensiv zu laufen. Glaube ich auch noch Gefahr, dass was passiert. Aber wer hat den Ball erobert? Wer hat ihn geholt? Es war Jorginho Wijnaldum. Das ist die nächste Möglichkeit hier gleich. Wenn ich den Ball... Ja, den kriege ich so... Wow. Gefährliches Spiel hier jetzt von Reading. Komm zurück, mach zu hier, das Loch. Komm schon. Und runter damit, genau. Und ruhig. Oh, Traumpass, wenn er ankommt. Gleich zurücklaufen. Seht ihr, ich bin immer gleich wieder an der Rückwärtsbewegung. Weil wenn die mal ein Tor erzielen wollen, dann schießen die einfach eins. Wisst ihr, das ist der Unterschied. Wenn die aggro sind, dann schießen die einfach ein Tor. Hab ich jetzt wieder ein Schwein gehabt, dass der nicht rübergelegt hat. Oder er wollte vielleicht, aber konnte nicht. Das war gut, der Pass. Ja, auch gut. Und jetzt? Das ist Jorginho. Oh, da kriegt er ja nichts rein. Wer ist das? Oh nein, das habe ich jetzt gemacht. Was für ein Fehler von Ron, der ist so sicher normalerweise. Komm, lauf ihn ab, den Ball. Komm, mach da vorne zu, genau. Los. Zudecken. Oh. Ja, sehr gut. Da ist Platz.
Das ist gut, das ist Benteke. Oh, der ist schnell. Der ist schneller als der ganze Rest. Der ist schneller als alle anderen. Und der macht er den rein. Ah, oh, nein. Oh, geil. Das ist kein Rechtsfuß. Ich dachte, das wäre ein Rechtsfuß. Der denn ja einfach... Oh, Gottes Willen. So, wieder zurück. Aufpassen. Das ist jetzt ziemlich offenes Spiel. Wenn ich jetzt Pech habe, passiert mir nochmal so ein Fehler wie mit Ron. Und dann habe ich den Satz. Erst wieder der Ron. Schnell den Ball abgeben. Komm hier. Da vorne ist viel Platz. Wow, 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 wow. Komm zurück, bitte. Komm, komm, los, 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 lauf. Alle laufen, alle laufen, alle laufen. Oben ist auch viel zu viel Platz. Oben ist... Oh! Oh! Oh, hab ich ein Schwein. Weder Elfmeter noch. Der kann laufen, guck mal. Wenn ich jetzt hier rumkomme... Ah, komm ich nicht, schade. Ja, gut verteidigt. Oh, komm los, wieder hinterher, los. Und da auch. Mit Sack und Mann, alle hinterher. Alle hinterher, los. Oh, gut, pass auf. Oh, given. Und nach vorne damit, und weg damit. Oh, shit, zu kurz. Jorginho muss hinterher, der ist auch schon müde wieder. Da ist er. Da muss er, ist viel gelaufen jetzt. Agbonlahor, jetzt mal unten. Ah, wohin, ne? Dahin vielleicht. Das ist Jorginho Wijnaldum und holt noch eine Ecke raus. Schlecht, nicht schlecht. Hey, da musst du ein bisschen zentraler zum Tor stehen, dann kannst du mir den auch mal abziehen. Aber das hast du halt nicht so oft. Wow! So, Surfer, alles klar. Der war gut. Der war geil. Gucken wir uns nochmal an in der Wiederholung. Das war klasse. Benteke, richtig fein. So, da kommt er und dann... Ja, sehr schön. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Jetzt habe ich ein bisschen Ruhe. Komm schon. Da. 3 Punkte. Früher Aston Villa, aber dass ich da auch wieder Glück gehabt, ne? Die waren ja auch schon dran, den Ausgleich zu machen da vorhin. Da hätte ich beinahe noch den gekriegt. Das ist Jorginho. Und was für Pässe der spielen kann. Wenn sie dann klappen würden, wäre es dann umso schöner, ne? Wenn es mal so eine Ansage wäre und dann klappt halt irgendwas. Komm schon, laufen ab. Ja, oh, stark, diesmal habe ich ihn mal gekriegt. Normalerweise kriege ich die nie, alles klar. Wir haben gewonnen. 2-0 hier in Reading. Richtig fein, liebe Leute. Das hat mir jetzt Auftrieb gegeben für die nächsten Spiele. Es geht doch noch was. Man kommt wieder rein ins Business hier. Der war gut, ja. Guck mal nochmal die Chancen hier an. Das war die Chance hier. Die war auch nicht schlecht. Kicken wir nochmal. Das war hier. Das war das 1-0. Ja, das war wichtig. Oh, richtig gut. Und hier das Tor nochmal dann von Benteke. Da kommt er. Und rein damit. Ganz, ganz wichtig. Alles klar. 8,7 von Agbonlo, 8,6 von Benteke. Wijnaldum mit einer 7,3. Alles klar. Weiter geht's. Aber sobald er auf dem Platz war, ne, ging's vorwärts. Ja, ist schon wichtig, ne, für die Mannschaft. Formstärke hält an. Ja, man sieht's auch gleich. Klar. So, das heißt, wir haben jetzt wieder 51 Punkte bei 29 Spielen. Okay, Liverpool kann noch ein bisschen wegziehen. Die haben noch ein Spiel weniger wie wir. Okay, bis zum nächsten, liebe Leute. Ahoi.